Thema Einstimmigkeitsprinzip. Von mir gibt es für die Forderung eine 10. Es gibt eine 10, weil ich der Überzeugung bin, dass die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips die wichtigste Maßnahme ist, damit wir als Europäische Union handlungsfähig sind. Wir sagen manchmal scherzhaft hier im Parlament, dass das größte Problem der Europäischen Union die Mitgliedstaaten sind, weil man dort immer auf den Letzten wartet, immer gucken muss, alle im Boot zu haben. Und das blockiert manchmal und bringt uns als Europäische Union nur langsam voran. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, damit die Europäische Union im Konzert der Großen der Welt, im Konzert mit China, mit den Vereinigten Staaten, mit Russland, dass wir dort einstimmig, ohne Einstimmigkeit schneller agieren können. Zum repräsentativen Bürgerrat gibt es von mir eine 3. Warum gibt es nur eine 3? Weil aus meiner Sicht der repräsentative Bürgerrat das Europäische Parlament sein sollte. In das Europäische Parlament werden alle 5 Jahre Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union gewählt, die sich auf den Listen der Parteien wiederfinden. Und damit repräsentieren diese Abgeordneten, diese 705 gewählten Abgeordneten, einen Querschnitt aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aus den verschiedenen sozialen Schichten. Deswegen glaube ich, dass ein zusätzliches Gremium nur eine Doppelstruktur wäre. Und wenn man sich ernsthaft in einem solchen Bürgerrat engagieren wollte, müsste das auch bezahlt werden, müsste es eine Art von Vergütung, Freizeitausgleich und Ähnliches bekommen, denn die Europäische Union ist groß und sich in diese Themen wirklich reinzuarbeiten, bedarf Zeit und Kapazität. Das kann man nicht ehrenamtlich nebenbei machen. Zu der Frage zum Initiativrecht für das Europäische Parlament gibt es von mir eine 9. Es gibt nur eine 9 und keine 10, obwohl ich Parlamentarier bin, weil ich glaube, dass das Einstimmigkeitsprinzip, also die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, noch wichtiger ist. Aber natürlich wünschen wir uns hier im Europäischen Parlament und wünsche ich mir persönlich auch, dass das Parlament mehr Einflussmöglichkeiten bekommt, eigene Gesetzesinitiativen vorzubringen, aber auch die Kommission noch besser zu kontrollieren, als das bisher möglich ist. Das Umsetzen der Gesetzgebung, die wir auf den Weg gebracht haben, noch besser zu kontrollieren. Ich glaube, dass das Europäische Parlament sehr viele Kapazitäten hat, sich noch stärker in den legislativen Prozess einzubringen und in die Abläufe in der Europäischen Union. Wir tun das häufig, aber das geht dann immer nur über Resolutionen und Absichtserklärungen. Wir wünschen uns, dass in der Europäischen Union das Parlament die gleichen Rechte bekommt wie ein Parlament in Deutschland oder in den deutschen Bundesländern. Und dazu gehört natürlich auch ein Initiativrecht. Wie kann das demokratische Update für Europa aussehen? Aus meiner Sicht müssen wir jetzt daran gehen, diese Punkte, die auch in den Hausparlamenten diskutiert wurden und gefordert wurden, umzusetzen. Dafür braucht es zum Teil Änderungen der Verträge, vor denen sollten wir auch nicht zurückschrecken. Andere können einfacher umgesetzt werden. Es bedarf nur des Willens dafür. Wir im Parlament fordern dafür einen Verfassungskonvent und sagen, dass in einem solchen Verfassungskonvent die Verträge der Europäischen Union neu überarbeitet und neu diskutiert werden sollten und von den Mitgliedstaaten dann gemeinsam verändert werden sollten. Der wichtigste Action Point dabei ist für mich, dass wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Das Problem ist, das kann nur einstimmig geschehen. Aber ich glaube, dass in vielen Mitgliedstaaten auch die Erkenntnis reift, dass die Europäische Union besser und schneller werden muss. Insofern hoffe ich darauf, dass die Vernunft siegt und nicht der Egoismus.